Buongiorno und herzlich willkommen in Minus Cucina. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Mole Poblano hier gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Moin, buongiorno, da ist er wieder. Ja, Leute, so schnell ist eine Woche rum. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, es läuft gerade die Fußball-WM in Katar. Und da gibt es natürlich auch wieder eine Barbecue-WM, beziehungsweise eine Barbecue-Football-WM. Ich wurde gefragt, ob ich da mitmache. Da habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und mir wurde das Land Mexiko zugelost. Und da dachte ich mir, was machen wir? Tortillas hatte ich keinen Bock drauf. Chili habe ich mir gedacht, ja, macht wahrscheinlich auch, würde wahrscheinlich jeder machen. Wir machen heute eine Mole Poblano. Das ist eine Schokoladen-Chili-Soße. Dazu machen wir noch eine Hähnchenbrust und ein bisschen Reis. Das ist eigentlich gar nicht das Hauptding. Eigentlich ist das Hauptding die Soße. Da brauchen wir, ich glaube, 27, 26 Zutaten für. Die würde ich euch jetzt gerne vorstellen. Wir fangen mit den Chilis an. Wir haben hier einmal die Chili Anko. Dann haben wir hier die Chili Chipotle. Die Mulatto Chili haben wir natürlich auch dabei. Und die Pasilla Chili. Die ganzen Chilis habe ich geholt bei mexicomiamor.de. Verlinke ich euch unten alles, auch die genauen Mengenangaben. Dann geht es weiter. Hier haben wir geraspelte Mandeln. Normalerweise wäre es gut, wenn ihr geschälte ganze Mandeln habt. Habe ich nicht gekriegt, deswegen habe ich die gekauft. Zwei Nelken. Erdnüsse ungesalzen. Rosinen, Anis, Sesam, schwarze Pfefferkörner, gute Butter, Öl, Hühnerbrühe, natürlich Schokolade, das ist Zartbitterschokolade, vier Knoblauchzehen, drei Zwiebeln und drei Tomaten, wo wir hier die Haut von abziehen werden. Bevor wir anfangen zu kochen, möchte ich erstmal ein bisschen was erzählen. Zur Barbecue-Football-WM gibt es natürlich auch wieder eine Verlosung. Jeder YouTuber, beziehungsweise in jedem Video gibt es ein Wort, was ihr euch notieren müsst. Achtet gut drauf in meinem Video, also nicht einfach vorspulen, abschalten oder nur das Ende gucken, weil ich werde irgendwann im Laufe des Videos mein Wort sagen. Die ganzen Wörter setzt ihr am Ende zusammen zu dem Lösungssatz und dieses schickt ihr bitte an, ich muss mal eben schauen, barbecuefootballwm@gmail.com schreibe ich euch natürlich hier irgendwo drunter. Was? Bis 25.12. Bis zum 25.12., sagt hier meine Kameradame hinter der Kamera. Also bitte Lösungswort bis 25.12. hier unten an diese E-Mail-Adresse senden. Gestern vor mir war Barbecue Alterbach dran. Der hat für das Land, oder die haben für das Land Wales gegrillt, gekocht. Video findet ihr hier oben. Video und Link zum Kanal. Geht mal drauf, schaut mal rein. Ja. Und notiert euch auch da das Wort, was die da einblenden, sagen und so weiter. So, jetzt konzentrieren wir uns aufs Kochen. Genug gelabert, lasst uns anfangen. Wir nehmen uns hier unser Öl, einen Schluck einfach in die Pfanne und lassen es einmal kurz heiß werden. Sobald das Öl heiß geworden ist, nehmen wir uns unsere Chilis, packen die hier rein. Ich habe die jetzt bewusst nicht sauber gemacht, weil im Originalrezept werden die nicht sauber gemacht. Ich lasse wirklich alles so, wie es ist, nur den Stiel. Den mache ich ab. Die braten wir uns alle schön an. Na, ruhig gucken, dass ihr die ins Öl drückt, damit die richtig schön weich werden. Ja, wir müssen die Chilis auch drehen, nicht dass sie uns anbrennen. Haben wir einen bitteren Geschmack hinterher drin. Ihr seht da mal hier vorne, die war eigentlich mal eine grüne Chili. Wir haben nicht alle Chilis genommen. Die Chili Chipotle, die liegt noch da hinten. Die nehmen wir nachher im nächsten Schritt. Okay, wenn wir uns die leicht angeröstet haben, die Chilis, ne, wir drehen sie nochmal. Dann sind sie leicht angeröstet. Dann gehen die für eine halbe Stunde in lauwarmes Wasser, damit sie richtig schön weich werden. Wir haben hier schon was vorbereitet. Legen wir hier rein. Sind natürlich nicht alle Chilis. Meine Pfanne ist nicht so ganz so groß. Deswegen machen wir das auf zweimal. Die sind im Wasser. Und dann nehmen wir uns die nächste Ladung. Auch diese hier sind jetzt wieder schön, richtig schön angerostet. Die gehen jetzt auch ins Wasser. In der Zeit, wie die einweichen, machen wir die nächsten Schritte. Wir sehen uns gleich am Tisch vorne wieder.
In der Zeit, wie die Chilis da hinten vor sich hin weichen, machen wir uns hier unsere Zwiebeln fertig. Schön grob runterhacken. Müsst ihr gar nicht so fein machen, weil die werden eh gleich püriert. So, das war's mit den Zwiebeln. Dann nehmen wir uns die Knoblauchzehen, machen die auch einmal sauber. So, dann nehmen wir uns hier unsere Tomaten. Die haben wir natürlich schon in heißes Wasser eingelegt. Wer nicht weiß, wie man das macht, ihr schneidet hier oben einfach ein Kreuz rein und übergießt die Tomaten mit heißem Wasser, kochendem Wasser. Lasst sie einfach drin und dann könnt ihr schön die Haut abziehen. Wenn die Haut abgezogen ist, schneiden wir uns die Tomaten klein. Gucken, dass wir die Flüssigkeit, die brauchen wir gar nicht, ne, dass wir die einmal entfernen hier, Kerngehäuse, damit die Flüssigkeit raus ist. Auch die hacken wir uns einmal kurz klein, schneiden die dafür in die Mitte durch. Wie gesagt, könnt ihr grob lassen, weil wird eh alles püriert. Nachdem wir alles klein geschnippelt haben, kommen wir zurück zu unserer Pfanne, die wir schon erhitzt haben. Und lassen das jetzt alles einmal gemeinsam anschmoren. Die Zwiebeln, den Knoblauch, die Tomaten, die Chipotles. Und dann geht das gleich gemeinsam alles in den Mixer und das pürieren wir auch. Dann kommen unsere Chilis schon dazu. Ja, und unsere Tomaten. Das haben wir jetzt alles richtig schön angeschwitzt. Das geht jetzt hier alles in unseren Mixer. Und lasst uns jetzt richtig schön pürieren. So, das reicht. Füllen wir uns ab. Dann müssten jetzt gleich auch unsere Chilis so weit sein, dass wir die auch pürieren können. Als nächstes nehmen wir uns hier unsere gute Butter. Lassen wir kurz anschmelzen. Dann nehmen wir uns hier unsere Mandeln, Erdnüsse, unser Pfeffer und Nelken. Anispulver, leider als Pulver, wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt, haben wir leider nicht anders da. Und dünsten das einmal alles gemeinsam an. Die nehmen wir jetzt runter und geben uns die auch in unseren Mixer wieder rein. Dazu kommen jetzt unsere Rosinen, die gesellen sich dazu. Mixer drauf. Und dann wird auch das gemixt. So, schaut mal rein. Wir nehmen uns, ach, die liegt schon hier, die suche ich die ganze Zeit. Schütten hier unseren Nussmus ab. Es riecht gerade hier so ein bisschen wie eine Weihnachtsbäckerei. So, im letzten Vorbereitungsschritt können wir uns hier unsere Chilis nehmen. Das Wasser haben wir schon abgeschüttet. Die geben wir hier einfach schön rein. Jetzt sind sie richtig schön weich geworden, seht ihr ja. Machen wieder unseren Mixer drauf und ab geht die Post. So sieht unsere Masse aus, unsere Chili-Masse. Also das ist jetzt mal ein richtig schönes scharfes Chili-Püree, würde ich sagen. Das war es jetzt mit den Vorbereitungen. Jetzt fangen wir an, uns unsere Soße herzustellen. Wir richten mal hier wieder alles. Ihr kommt raus, ich komme rein. Wir sehen uns gleich wieder. Jetzt nehmen wir uns alle unsere Zutaten, die wir hier geraspelt und gemixt haben. Und vereinen sie. Das Chili. Das lassen wir jetzt alles 5 Minuten
einmal zusammen aufkochen oder köcheln. So, im nächsten Schritt nehmen wir uns hier unsere Schokolade und raspeln sie rein. Im nächsten Part nehmen wir uns hier unsere Hühnerbrühe und nur die Hälfte, wirklich nur die Hälfte, reinschütten und 20 bis 30 Minuten leicht köcheln lassen. In dieser Zeit werden wir uns unser Fleisch fertig machen, Reis kochen. Das machen wir drin, den Reis. Fleisch machen wir hier auf dem Grill. Und dann ist das Gericht auch fertig. Ja, in der Zeit, wie wir auf unsere Soße da hinten warten, die da vor sich hin köchelt, nehmen wir uns hier ein schönes Stück Putenbrustfilet, salzen es einmal. Ich nehme wirklich nur Salz, kein Pfeffer, weil ich den Geschmack der Soße nicht irgendwie täuschen möchte. Warten kurz, dass der Grill heiß ist, dann grillen wir uns den an, legen den auf die indirekte Zone, damit er richtig schön durchziehen kann und dann vereinen wir nachher alles. Wir nehmen uns hier unser Putenbrustfilet und grillen es uns einmal kurz richtig schön scharf an. Ja Leute, das Fleisch ist soweit fertig. Wir haben es fertig gegrillt, auf indirekte Zone gelegt. Das zieht jetzt noch ein bisschen durch, aber es ist jetzt gut. Die Soße ist fertig, mein Reis ist auch gleich fertig. Wir machen uns jetzt unser Teller fertig. Und dann sehen wir uns gleich hier zum Probieren wieder. Mein Lösungswort ist übrigens ein. Wir machen unseren Teller fertig, bis gleich. Wir probieren. Ich nehme mir richtig ein Stück Fleisch, mache mir die Soße drauf und ab dafür. Mhm. 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 Es ist schön scharf, aber jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich es nicht essen kann. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr erstaunt, wie lecker das hier schmeckt. Messer, Kinder niemals ablecken. Leute, ohne Witz jetzt mal, ne? Ich hatte da wirklich meine Bedenken. Schokolade ist nicht mein Ding. Chili, ich esse gerne scharf, aber nicht so viel. Ja, diese Mischung, da ist ja gar kein Salz dran, wenn ihr das verfolgt habt. Ja, diese Mischung ist richtig mega lecker. Ich merke Schärfe. Auch im Abgang, im Nachhinein. Aber das esse ich auf. Also ich habe wirklich erst gedacht, boah, das esse ich auf gar keinen Fall. Das ist geil. Das ist richtig cool. Das ist meine Nummer, wo ich selber total überrascht bin. Das hätte ich niemals gedacht. Freunde, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr mir ein Like nach oben da lasst. Schreibt mal drunter, habt ihr sowas schon mal gegessen? Viele von euch waren ja schon mal in Mexiko. Ich bin leider noch nie da gewesen. Falls ich mal da hinkomme, werde ich das auf jeden Fall da irgendwann mal essen. Irgendwo, irgendwann. Ich verweise nochmal auf unser Gewinnspiel hin. Ja, ich habe ja gerade schon mein Lösungswort eingeblendet. Soll ich es nochmal einblenden, Kamerafrau? Ja, hier unten wird es nochmal stehen. Ich sage es nicht nochmal. Mein Wort. Ja. Denkt dran, alle Wörter zu sammeln, die an die E-Mail-Adresse zu schicken. Ihr findet natürlich auch alles in der Infobox bei mir unten drin. Es gibt Preise von Pete Block zum Beispiel, ein Messerbrett, von McAllister, ein Fünfer-Set Gewürze, von meinen Freunden, die Sachsengriller, die hauen auch nochmal ein Vierer-Set Gewürze raus und so weiter, alles zu gewinnen, alles bei mir in der Infobox zu finden. Hier oben lasse ich euch einen Link da. Morgen filmen die Barbecue Pyro, Pyro Friends, genau so heißt es, Barbecue Pyro Friends, die filmen morgen. Morgen ist Deutschland dran. Hier oben ein Link zu deren Kanal. Guckt mal rein. Guckt euch das Video an. Da gibt es das nächste Lösungswort. Das hier ziehe ich mir jetzt rein. Hinter der Kamera und da hinten. Schwenkt mal da eben rüber. Ne? Da hinten gucken die begeisterten Fans zu. Die wollen das probieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.